Wie wurdest du ausgewählt? Sie grinst. Noch ein alter Dorfbrauch. Die Ältesten beobachteten die Karibu-Wanderungen und warfen Robbenknochen, um die rechte Zeit für diese Reise zu ermitteln. Als sie oben festgelegt waren, zogen alle Frauen des Dorfes Haifischzähne. Da wir diejenigen sind, die auf die Jagd und zum Fischen gehen, sind wir am besten für eine Aufgabe wie diese geeignet. Eine sehr emanzipierte Gemeinschaft, muss ich sagen, wenn die Männer babysitten sollen. Egal, jedenfalls habe ich die kurzen Zahn gezogen. Sie unter diese stört. Bis jetzt ist das Reisen für uns ein Privileg, aber wie du selbst siehst, kann die Reise unberechenbar sein. So, was kannst du uns noch über dein Heimatland erzählen? Nasitak? Sie reibt mit einem ihrer breiten Finger in der Nase. Es ist eine große Insel in der Mitte des Todesfeuerarchipels, gleich vor der Küste des ewigen Weiß. Das Gelände ist hauptsächlich Tundra und in den wärmeren Gegenden gibt es schneebedeckte Wälder. Die meisten von uns leben in ziemlich kleinen Dörfern, jedenfalls nach hiesigen Standards. Mein Dorf heißt Masuk. Wie ist es so in Nasitak? Sie zuckt mit den Achsen. Kalt, aber nicht so kalt wie im ewigen Weiß. Da kommt Hagrim ja, glaube ich, her, wenn ich mich noch richtig erinnern kann. Die wenigen Gestandenen, die Nasitak besuchen, finden es karg. Wenn man aber weiß, wo man suchen muss, dann gibt es genügend, um ein Dorf zu erhalten. Sie zählt an ihren schwierigen Fingern ab. Karibus, Robben und kleine Wale versorgen uns mit Häuten und Fleisch. Wir knochen übrigens aus, aus denen wir vortreffliche Bögen und Pfeilspitzen fertigen. Die Gemeinschaft ist wichtig für uns. Wir überleben oder vergehen zusammen. Also geschieht alles, was wir tun, selbst wochenlange Jagden und jede Mauer, die wir bauen, zum Wohle des Dorfes. Wochenlange Jagden. Wer lebt dort? Vorwiegend Enotanik wie ich. Die Leute hier nennen uns Nordzwerge. Das ist Hagrim, glaube ich, auch. Manchmal verbringen Lammfellen Nomadenclans aus dem ewigen Weiß die kälteren Jahreszeiten auf Nasitak. Wir bekommen aber nicht allzu viele Ausländer zu Gesicht, die mit der Witterung klarkommen. Sie klopft sich an ihre sonnengebräunten Arme. Die von uns, die auf Nasitak geboren wurden, behaupten gerne, dass wir direkt unter unserem Fleisch eine robuste Schicht Robbenhaut haben. Sehr tolle Behauptung. Erzähl mir mal mehr von Masuk. Wir sind ein Tundra-Dorf. In den Augen von Außenstehenden unterscheiden wir uns wahrscheinlich nicht viel von unseren Nachbardörfern, aber unsere Ältesten blicken auf jahrhundertelange Erfahrungen zurück. Epische Jagden, Schlachten mit Nachbardörfern, Reisen über das Meer. Wir geben diese Geschichte auch weiter. Das ist alles. Lass uns weiterziehen. Okay. Damit haben wir das letzte Gespräch abgeschlossen. Ich würde ja mal sagen, wie gehen wir jetzt hier um das ganze Ding hier rum? Ich würde sagen, einmal hier oben rum, dann hier rum. Hier in das verlassene Haus rein. Dann hier einmal über die Stegs, hier in das Haus. Hier oben rum. Und dann so rum. So, dass wir den salzigen Mast sozusagen uns als letztes vornehmen. Und wir zwischendurch... Nein, Durenz, du sagst das Essen nicht für dich selber ein. Du hast schon seinen Ring der Befreiung. Dann gib mal Kada den zweiten Ring. So. Und wisst ihr was? Diese Zaubermacher-Wälzer, die packe ich mal alle weg. Zauberbuch macht plus 2. Und jetzt fange ich mal an, Zauber zu lernen. So. Und damit ist das hier fertig. Meerwalz-Zauberbuch. Ich glaube, das behalte ich im Inventar. So, wie viel Geld haben wir noch? Mehr als genug. Das behalte ich mal als Ersatzzauberbuch. Osrias Zauberbuch, die hat wahrscheinlich böse... Oh, knisternder Blitz, den können wir lernen, auf jeden Fall. Spinnenweben. Und die beiden auch. Zauber lernt flinke Füße. Was macht flinke Füße? Vielleicht im Ziel eine natürliche Geschwindigkeit und des gesteigertes Bewegungsrate. Achso, ich dachte, das wäre so eine Art Hast. So, Osras Zauberbuch. Zaubermacher-Wälzer. Da ist jetzt nicht mehr viel zu lernen drin.
Miasma der Dumpfheit. Rollende Flamme, so. Zaubermacherwitze, jetzt haben wir noch Sorikas Zauberbuch. Infusion der Lebensessenz, das würde ich gerne lernen. Das lerne ich mal. Und den lerne ich mal. So, dann kann das auch weg. Und hier kennen wir schon alles. Und wir haben sehr viele Kupferstücke jetzt für die ganzen Zauber ausgegeben. So, Alofs Zauberbuch. Das editieren wir mal. Wir haben jetzt zweimal Spiegelbild drin. Nein, das brauchen wir nicht zweimal. Gucken wir erstmal bei Stufe 1. Unheimlicher Schütze. Nein. Aber Geisterklingen. Erzeugt ein Feld überirdischer Klingen, das Ziel im Wirkungsbereich sofortigen Stichschaden und ein Humpelleiden zufügt. Geisterschild. Umgibt den Zauberwirker mit einem Schild aus Geisterenergie, der die Schadensreduktion erhöht und einen Konzentrationsbonus bewirkt. Gibt der 1000 Schleier. Ein schneller Schlag mit schmetternder Kraft, der zwar nur geringen Schaden zufügt, jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit die feindlichen Zauberwirker stirbt. Also den Flammenfächer würde ich gerne mal rausschmeißen. Den Griff auch. Und das hier auch mal. Parasitenstab. Er erzeugt einen grünen Kampfstab. Trefferwahrscheinlichkeit. Nee, nicht wirklich. Schauernebel. Frostzeitschaden, das klingt gut. Dann hätte ich gern flinke Füße. Kleine Fluggeschosse haben wir schon. Ach, dann nehmen wir doch Geisterklingen. So, wir haben schon Spiegelbilder. Wir haben den Abfluss. Fluss im Zauberwirken Vitalität erreicht, wodurch er einen vorübergehenden Anstieg seiner aktuellen und maximalen Ausdauer erfährt. Die Seelen jeder im Wirkungsbereich werden von einem schweren Nebel bedeckt, wodurch Sinn und Verstand abgestumpft werden. Führt zu einem Malus auf Wahrnehmung, Intellekt und Entschlossenheit. Stinkende Zärtlichkeit. Das Ziel wird gelebt und mit kochenden Blasen infiziert. Ja, das klingt doch nicht schlecht. Und hier haben wir nicht so viele. Ja, auf jeden Fall Blitz. Und entziehende Berührung. Gut. Und für die drei Stufen haben wir noch nichts gelernt. Geht es nur bis Stufe 6? Weil hier sind noch, werden noch drei weitere Stufen, vier weitere Stufen angezeigt, aber dafür gibt es keine Slots. So. Gut, so viel dazu. Schriftrollen können wir ja nicht lernen. Gut. Dann geht's mal weiter. In ein verlassenes Haus. In die dreckigen Fenster wurden von innen mit Papier überklebt. Dass man nicht reinschauen kann. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Oh Gott, Drogensüchtige. Was hast du hier drin verloren? Hier sind wir zu Hause. Ich könnte wirklich eine Prise vertragen. Der Mann wirkt besorgt und zittert von Kopf bis Fuß und legt fortwährend über sein Zahnfleisch. Im Reiztopf finden sich Dutzende seltsamer Kreaturen. Was bewahrt ihr hier auf? Svev. Eigentlich sollte ich euch euer Svev wegnehmen, damit ihr wieder nüchtern und klug werdet, würde ich schon sagen. Aber ich glaube, das ist jenseits aller Möglichkeiten. Also, die hocken in einem verlassenen Haus und rauchen Svev. Colfax Haus. Den kann ich wieder die Seelen lesen. Nein, ich will in das Haus hier. Kolfek. Den können wir einfach alles abnehmen.
Ach, wer hat den Weizen jetzt? Ich. Und ich glaube, ich nehme meinen schwarzen Hund wieder. Und pack den Labrador weg. Hallo. Ein ziemlich junger Elf blinzelt dich überrascht an. Du kannst nicht einfach zu jemandem ins Haus hineinplatzen. Was gibt's denn? Wer bist du? Ja, typische Rollenspielkrankheit. Wer bist du? Der Elf, der hier wohnt. Jetzt raus mit dir. Was jetzt? Er blickt dich nervös an. Okay, wir gehen ja schon. Also mit dem haben wir noch nichts oder noch nichts zu schaffen. Mal sehen, wie schnell sich das ändert. Was ist mit dem Haus hier? Das Dach sieht mit seinen krummen Dachziegeln und vereinzelten Lücken aus wie das zahnlückige Grinsen eines Preisboxers. Die unterhalten sich wieder über irgendwas. So, nächstes Gebäude ist hier. Verlassenes Haus mal wieder. Wieder Drogenjunkies oder haben wir diesmal Piraten gefunden, die uns ans Leder wollen? Sehen wir ja gleich. Nein, wir haben ein verlassenes Haus entdeckt. Mit Rastzeug. Oh, was haben wir hier? Trank des Bollwerks gegen die Elemente. Und Geld. Trank des Bollwerks. Und ich glaube, der ganze Alk kann mal zu Durens runter und das Essen. Dass wir ein bisschen mal Ausgeglichenheit haben. Schadensreduktion, Brennen und so weiter. Das ist wirklich was für Äther. Und ganz ehrlich, so ist das besser. Ich führe übrigens noch diesen Brei mit mir rum, den könnte ich auch mal wegpacken. Sie hat den Trank des Schützens, Trank der Eisenhaut, der kann zu mir. Dann kannst du nämlich von mir aus... Chaosfuß zu dir nehmen. Du hast auch jede Menge Schriftrollen. Was hast du für einen Trank da? Trank des Geisterschildes. Ah ja. Und das können wir eigentlich auch nicht essen. Oh, hier ist noch ein Bier gewesen. Okay, dann verteilen wir mal Schnaps und so auf die beiden. Das Essen bleibt bei Durens. Und Durens könnte doch erschütternde Berührung zu sich nehmen. Und fesselndes Netz. Dann kommt die nämlich auch mal langsam weg. Du hast wahrscheinlich nicht genug Wissen, oder? Wie viel Wissen hast du bitte? Null. Achso, das wird immer auf das Inventar, in dem es gerade liegt, wohl geregelt. So. Ach, das auf die um den Stuhl gewickelte Seil fühlt sich unangenehm kratzig an. Das Wasser in diesem Kübel ist blutgetrübt. Wir haben hier wohl ein verlassenes Haus gefunden, in dem jemand gefesselt und verhört wurde. Auch nicht sehr schön. Ich weiß nicht, sind das einfach nur kleine Details oder hat das nachher noch was auf sich mit den Gebäuden? So, wir wollten jetzt hier lang. Your brother, did you and he get along? We got along how brothers do. He used to throw water on me to wake me up in the morning. I used to fill his boots with stinging ants. My own brothers and sisters are doing very well for themselves, back in Tekoa. I don't know that they'd search for me if I were killed so far from home. Brothers can be funny. I bet you'd be surprised how far they'd go. Ja, das war auch mal eine schöne Unterhaltung. Wenigstens nicht irgendwas Sinnloses.
Von hier aus können wir auch in den Erdhügel. Dann gehen wir mal kurz dahin. Ich will mal sehen, ob wir dann an einem anderen Punkt rauskommen oder ob wir an demselben Punkt zum Erdhügel rauskommen. Nein, wir kommen am selben Punkt raus. Also der Erdhügel ist nicht mal aufgedeckt. Zurück zu Ondras Geschenk.